Das alte Handwerk des Ausstopfens. Wie der Luttacher Tierpräparator Gottfried Hopfgartner toten Tieren ein neues Leben einhaucht und worauf es bei einem guten Präparat ankommt. Und kreativer Schaffensprozess. Künstler Sigurd Auer aus Terenden gibt einen Einblick in die Entstehung eines Werkes und erklärt, warum für ihn Gesichtsausdrücke, Körperbewegungen und Hände eine ganz besondere Rolle spielen. Lebendiger Blick, glänzendes Gefieder und anmutige Haltung. Die Tiere in Gottfried Hopfgartners Werkstatt wirken, als seien sie nur kurz auf Stippvisite aus dem Wald gekommen. Doch der Eindruck täuscht. Mit lebenden Tieren arbeitet der Luttacher Tierpräparator nicht. Erst nach deren Tod macht sich Gottfried Hopfgartner ans Werk. Zunächst ist das Goldhadel, der kleinste europäische Vögel. Sie haben das schon gemacht, sind natürlich ein bisschen defizil. Das größte, was ich gemacht habe, ist ein Braunbär gewesen. Ein Schwarzbär, ein amerikanischer, noch nie einmal gemacht, aber sie sind eigentlich die zwei größten Exemplare gewesen. Heute wartet ein Turmfalke, der in Weißenbach tot aufgefunden wurde, auf seine Vorbereitung für die Ewigkeit. Dafür wird Gottfried dem Greifvogel die Haut samt Federn abschälen. Ein sauberer Schnitt ist die Voraussetzung dafür, dass dieses Unterfangen gelingt. Genau genommen ist es eine Arbeit gegen die Zeit, denn der Zerfallsprozess ist ein rasches Geschäft. Solange nicht richtig gröber die Verwesung schon dabei ist oder das sogar auch schon Wirben sein, jetzt schon. Hier und da kommt es ja auch mal für was halt normalerweise. Wenn es nicht ganz ein paar Sechs dran ist, macht man es halt mal gar nicht mehr. Anderen würde bei dieser Arbeit vielleicht mulmig zumute, doch der Tierpräparator ist an die leblosen Tierkörper gewöhnt. Wir haben das ja von klein auf mitbekommen, mein Foto hat ja schon ein Jahr was gemacht. Ich habe es praktisch auf einem Foto gelernt. Und deswegen habe ich da nie keine Berührungsängste gehabt. Seit mehreren Jahrzehnten bereits übt Gottfried den Beruf des Tierpräparators aus. Dieser fasziniert ihn heute noch genauso wie am allerersten Tag. Ich bin selber Jäger, ich bin viel in der Natur, ich habe gerade mit den verschiedenen Vögeln, also interessiere mich für sie. Und wenn dir etwas gefällt, dann versuche ich es natürlich auch zum Halten zu bringen, also dauerhaft zu machen. Nicht an Vögel, wenn du heute einen findest oder schießt. Und da tust du nicht damit, auch schon maximal ein paar Federn davon. Und da versuche ich das haltbar zu machen in der ursprünglichen Form, ist bärig. Nicht? Und wenn man seinen Rahmen halbwegs gelingt, dann ist das ein ganz ein schöner Aspekt von der Arbeit. Es ist ganz ein bisschen etwas, hat ja im weitesten Sinne hat's etwas Gestalterisches oder Künstlerisches, wenn man ganz gescheit reden will. Und so ist ja nicht, habe ich. Wohl. Beim Lösen des Federkleids sind Geduld und Vorsicht geboten. Jetzt natürlich bei den Augen muss man einmal aufpassen, dass man den Augenrand nicht verletzt, gewiss nicht verletzt. Geschickt nimmt Gottfried sämtliche Innereien heraus und behält nur noch den Schädel, das Gefieder, die Beine und die Flügel zurück. Der Balg, so wird das abgezogene Federkleid samt Haut genannt, muss nun gewaschen und mit Eulan, einem chemischen Insektenschutz, behandelt werden. So bleibt er haltbar und es nisten sich keine Tierchen ein. Um uns zu zeigen, wie die Arbeit nach dem Eulanbad weitergeht, nimmt Gottfried den bereits behandelten Balg eines Eichelhähers zur Hand, an dem er die Arbeit fortsetzen kann. Und weiter geht es ans Montieren.
Um Stabilität zu erlangen, wird in Beine und Schwingen ein spezieller Draht eingeführt. Mit Watte wird die fehlende Muskelmasse ersetzt. Den müssen Sie zum Beispiel ein bisschen anders machen als normal. Das ist ein Kunde, den ich unheimlich viel schon präpariert habe. Und der hat natürlich auch ein paar Eisel her, schon hang. Ich weiß nicht, wo der ein ganzes Zeug hin tut. Aber ich habe gesagt, nein, den mache ich ein bisschen anders. Jetzt gebe ich ihm eine Nusse praktisch, wo er versucht, eine Nusse auszupacken. Vorsichtig wird der Schädel an den künstlichen Körper aus festgewickelter Holzwolle geklebt. Gottfried bestreicht die Haut mit einer Mischung aus Seife und Mottenschutz und beginnt am Kopfende die Haut zurück über den künstlichen Körper zu stülpen. Nun werden die Drähte in Schwingen, Beinen und Stoß am Körper festgemacht. Die Acryldichtmasse gibt Fülle und Stabilität. Noch eine Portion Mottenschutz unter die Haut, dann greift Gottfried zu Nadel und Faden. Den Eichelhäher ereilt dasselbe Schicksal wie Rotkäppchens Wolf. Dahinter steckt ein altes Handwerk und ein seltenes zugleich. Überall, wo das Erlegen von Wildtieren in der legalen Form der Jagd ausgeübt wurde, war seit jeher der Tierpräparator gefragt. Nach wie vor sind vielerorts seine Kenntnisse geschätzt, die es möglich machen, Wildtiere zu konservieren und lebensecht für die Nachwelt zu erhalten. In erster Linie war Jäger, der was sich ihrer Jagdbeuten halt Präparierung lassen, öfter die ersten Stückchen, was er schießt, ein junger Jäger, was ein Spielhahn, das Glück hat, ein Spielhahn sich erwischt, mit der Schneehöhe schießt, der Murmille lassen sich halt von versorgen, ein Jagdstiebel. Die Präparierung. Es kommt aber auch vor, dass jemand irgendwo etwas findet. Ich mache nicht gleich geschossene Sachen. Der Luftdruck befreit das Gefieder von Staub und sonstigen Rückständen. Wir müssen ihn nur ein bisschen ausfüllen, weil ein bisschen zu hoch ist, Staub am Köpfgefieder. Bis hierher ist Gottfrieds Arbeit reines Handwerk. Ab jetzt beginnt die eigentliche Kunst. Nun gilt es, dem Tier eine natürliche Grundstellung zu geben. Das Probesitzen kann beginnen. So ungefähr müssen wir da drauf. Allerdings muss ich da die Nusse nicht dazu tun, weil der sollte ja eine Nusse heben. Also auf die Art und Weise ein bisschen. Mit einer Nuss zwischen den Krallen wird der schöne Rabenvogel am Ast befestigt. Wenn es um die natürliche Haltung der Tiere geht, hat Gottfried den Dreh raus. Das wichtigste Instrument ist ein Feldstecher, ein Fernglas. Beobachten und gutes Bildmaterial natürlich, aber wichtiger ist die Beobachtung. Selbstkritisch geht es weiter in Richtung Perfektion. Ich wachse nur mit umzusehen, weil ich nur einfach gerne ein bisschen aufgeweckter hat, ein bisschen frecher. Nun arbeitet der Tierpräparator mit Fingerspitzengefühl an der Gefiederordnung. Mit Drähten und Nadeln werden die Federn gestützt. Zum Schluss werden noch die Krallen fixiert und das Gesamtkunstwerk wird mit prüfendem Blick begutachtet. So, ja, da hängen wir auch noch. Da haben wir einen Druck noch, bis in der Fürsten da oben. Tut man die Drähte weg dann und die Papierstreifen und dann bleibt er. Hoffentlich so, als wie er jetzt ist ungefähr. Bei einem Vögel, bei den einfachsten Sachen gehen mindestens 4 bis 5 Stunden rauf. Und bei größeren Sachen gehen auch bis die 20, 30 und mehr Arbeitsstunden rauf. Materialeinsatz ist begrenzt, das kommt nicht. Zentragen, aber die Arbeitsstunde kostet halt etwas und deswegen ist es auch kostspielig. Ja. Heute für einen Spielhahn zum Beispiel müssen wir da an die 400 Euro ausgeben fürs Präparieren. Ob klein oder groß, in den Händen des Tierpräparators verwandeln sich die toten Tiere in erstaunlich lebensechte Trophäen und in lehrreiche Schaustücke.
So treffen auch in Zukunft in Gottfrieds Werkstatt natürliche Feinde ganz unaufgeregt aufeinander. Schnee, und habe ich es geschaffen, in Natura nicht so viel, dass wir da. Gleich bei Bustertal ganz nah. Kreativer Schaffensprozess. Künstler Sigurd Auer aus Derenden gibt einen Einblick in die Entstehung eines Werkes und erklärt, warum für ihn Gesichtsausdrücke, Körperbewegungen und Hände eine ganz besondere Rolle spielen. Südtirol-Türen. Willkommen in der Welt der Aluminiumhaustüren. Gestaltet mit dem Sinn für Ästhetik, Sicherheit und Wohlgefühl. Gestaltet für Sie. Die Vorteile liegen in den Details. Südtirol-Türen. Für höchste Ansprüche. New Way Coaching. Ob du 5 oder 75 Kilo abnehmen willst, mit unserer Hilfe wirst du sie verlieren. 4 Minuten Bewegung täglich reichen dabei aus, ohne Kalorien zu zählen, ohne Tabletten, ohne Jojo-Effekt. Mit einer Erfolgsquote von 95% und Geld-Zurück-Garantie. Für immer schlank mit New Way Coaching. Hol dir deine Gesundheit zurück. Dental Tours Prag. Unser Ziel ist es, jedem Bürger den Gang zum Zahnarzt zu ermöglichen und den finanziellen Aufwand dabei kleinstmöglich zu halten. Ohne Risiko. Vor- und Nachuntersuchungen sowie alle Garantieleistungen finden in Südtirol statt. Vertrauen Sie auf unser Konzept, so wie es viele zufriedene Patienten vor Ihnen getan haben. Dental Tours Prag. Ob in unserer Praxis in Sand, in Taufers oder in Prag. Ihr Lächeln ist bei uns in guten Händen. Skischuhe, die drücken? Blasen? Kalte Füße? Wir haben die Lösung. MM-Socken aus speziellem Gewebe. Temperaturausgleichend gegen Blasen, Scheuer- und Druckstellen. Geruchsneutral, pflegeleicht mit Notrufnummer. MM-Socken. Socken, die ihr Leben verändern. Künstlerisch rastlos und frei. Suchend, findend, auf dem Weg. Manchmal schneller und manchmal langsamer. Oft auf Umwegen und manchmal auf der Überholspur. Mit dem Versuch, sich dem Ziel zu nähern. So beschreibt sich der Busterer Künstler Sigurd Auer selbst. Mitten in Derenten wohnt Sigurd mit seiner Familie. Bereits die Hauswand lässt er ahnen, dass uns heute ein kreativer Bewohner die Tür öffnet. Aktuell verbringt Sigurd viel Zeit auf dem Dachboden, seinem Reich, wie er sagt. Denn hier entstehen seine Kunstwerke. Es sind Phasen, wo ich Wink mache und noch hat schon wieder unsere Kribbel und Ideen rattern im Kopf miteinander. Und dann muss man sie ausschreiben, dass ich sie nicht vergesse. Und die kommen noch richtig in einen Fluss, die will aus. Ich spüre schon, also ich muss da handeln und ich muss da was machen. Und das Schiene, das zu spüren, also da spürt man einfach, wie das Leben pulsiert oder wie du selber pulsierst. Und das ist ein schönes Gefühl. Derzeit arbeitet der Kunstschaffende an Bildern, die im Sommer ausgestellt werden. Für seine Werke verwendet er dabei eine ganz eigene Technik. Also meine Art, Bilder zu malen, ist, ich verwende Platten und dieselben Spachtel mit der Spachtelmasse, dass da eine gewisse Haptik kriegen, die Bilder, weil ich glaube, ein Bild lebt auch von selben, wenn es einfach eine gewisse Höhen und Tiefen hat.
Und da habe ich mich eigentlich das angeeignet und ich komme mit denen eigentlich ganz gut klar. Das ist genau meins. Die klassische Leinwand hingegen hatte für Sigurd nie den entsprechenden Reiz. Vielleicht kommt es daher, dass er die Holzbildhauerschule besucht hat und dadurch zur Malerei gekommen ist. Doch die Lust, kreativ zu sein, war immer schon da, bereits als Kind. Wir waren schon kreativ und haben Bauten gemisst und im Keller Segel und also das war allem schon meins. Und nur durch die Bildhauerschule hat das eine gewisse Form gekriegt. Die Malerei hat sich eigentlich erst später auskristallisiert, aus demselben Aspekt, weil ich keinen Platz mehr gehabt habe, ich keine Werkstatt mehr gehabt und dann habe ich auf engstem Raum selben meiner Kreativität ausleben gemisst. Und nur hat es lange die Bilder für mich gegeben. Es sind vor allem Menschen, deren Körperbewegungen und Gesichtsausdrücke, die den Künstler beschäftigen. Das Skizzieren ist dabei ein Prozess, der einige Zeit in Anspruch nimmt. Das ist also ein Schaffensprozess, also eine Grundidee mit einem Menschen, der Körper, mit dem, was ich starte. Und was mich einfach allem interessiert ist, welche Bewegungen oder welche Handstellungen vor allem, Gesichtsausdrücke kann ich eigentlich machen, was ist überhaupt für den menschlichen Körper möglich. Und dann lege ich wieder neue Blattland rüber und probiere neue Stellungen. Wenn ich da eine Norm habe, dann kann ich den dran und schauen, wie schaut das aus. Habe ihn weiter oben in Norm, habe ihn weiter nach unten gedreht. Je nach Ausdrucksweise bekommt das Bild seine ganz eigene Wirkung. Und darauf legt sie gut Wert. Tun so gerade drauf oder dran ist das Ganze, dass er so einen fliegenden Effekt hat, mit einem angeschnittenen Gesicht oft einmal. Und da kann man lange rumprobieren, bis man zu einem schönen Resultat kommt, wo man sagt, so, und das ist jetzt eigentlich das, was ich damit sagen will. Hat Sigurd jenen Ausdruck gefunden, den er vermitteln möchte, gilt es, das Kunstwerk auf die Platte zu projizieren. Ein Schaffensprozess, bei dem Sigurd ganz in seinem Element ist. In seinen Werken richtet Sigurd den Fokus vor allem auf die Hände. Sie sind ausdrucksstark und das setzt der Künstler in Szene. Mit den Händen schaffe ich was. Also die Hände sind eigentlich die schönsten Werkzeuge, was du als Mensch haben kannst, was du als mit den Händen dienen kannst. Du kannst greifen, du kannst spüren. Und der Hand sagt oft mehr als wie ein Wort kommt mir viel. Weißt? Also mit der Hand hast du wirklich eine aussagekräftige Ausdrucksweise. Die Falten, was drin sind. Also du gebrauchst die Hände eine Lebelung und die verändern sich durchaus. Die sind nie gleich. Und deswegen ist die Hand für mich selber ist eigentlich ganz ein intensiver Ort, etwas durchzustellen oder zu zeigen. Ein weiteres Augenmerk des Busterer Kunstschaffenden ist die Farbgebung. Etwas, das sehr oft intuitiv passiert. Eigentlich ist Sigurd Einrichtungsberater. Doch auch zwischen Arbeit und Familie bleibt genügend Platz für die Kunst. Denn um kreativ zu sein, nimmt sich Sigurd seine Zeit. Ich bin ein absoluter Nachtmensch, beim Wohlsein, in meiner Ruhe, bin für mich selbst. Also ich kann es eben 10 auf Nacht starten und kann noch bis tief in die Nacht mal, 1, 2. Und das ist für mich noch eine Erholung, also da bin ich wirklich so für mich allein. Und für den Schaffensprozess, also da bin ich nicht da gelenkt. Für die Ausstellung im Sommer hat Sigurd seine Aufmerksamkeit einem besonderen Thema gewidmet. Spezielles Thema für die Ausstellung habe ich mich ein bisschen befasst mit derwische Tänzer, also heißt das Kind aus dem Persischen. Das ist also ein Orden, die haben ihre mystische Verbindung mit dem Göttlichen durch einen Tanz. Die haben ganz lange Gewänder und die drehen sich nur und haben ganz bunte Gewänder teilweise, weil sie einfach aus einem Flickenteppich die Zusammen nennen, weil es eigentlich ein Bettelorden ist, aber gleichzeitig ist das eigentlich auch eine ganze Facette von einem Leben, die ganzen bunten Sachen, also das kann auch Leben widerspiegeln, also die
Wie bunt der Teppich ist, ist so bunt das Leben. Weil sein Interesse geweckt ist, setzt er sich intensiv damit auseinander. Er liest gerne und viel und holt sich dadurch auch Inspiration. Die Farben, das ist ja absolute Facetten vom ganzen Leben sicher in den Farben. Durch seine künstlerische Tätigkeit beschäftigt sich Sigurd häufig mit Lebensfragen. Die Botschaften in seinen Werken sind ihm deshalb ein Anliegen. Um diese zu vermitteln, bezieht Sigurd den Titel in sein Kunstwerk ein. Eine kleine Hilfestellung und dennoch genügend Freiraum für eigene Interpretation. Ein Thema, sich mit dem zu befassen und ein Lebensthema, denke ich mal, wie gestalte ich mein Leben, was bin ich, was tue ich, ist das gut, ist das letzt, bin ich gut unterwegs, bin ich letzt unterwegs. Also ich glaube, das ist auch mal ein bisschen ein Spiel mit sich selber oder eine Auseinandersetzung mit sich selber. Einfach sich selber zu hinterfragen. Über sich und sein Leben nachzudenken, das Innere nach außen zu kehren und es künstlerisch auszudrücken. Das ist für Sigurd jene Freiheit, die ihm die Kunst gibt. Hier auf dem Dachboden, seinem Reich, mit Farbe und Pinsel in der Hand, fühlt er sich wohl. Spürbar mit jedem einzelnen Kunstwerk. Nächstes Mal bei Bustertal ganz nah. Ein Jahr Bustertal ganz nah. Ein Grund zum Feiern. Wir blicken zurück auf ein spannendes Jahr mit vielen interessanten Begegnungen und Geschichten. Zu diesem Anlass gewähren wir einen Einblick hinter die Kulissen und zeigen, wie ein Bustertal ganz nah Bericht entsteht und welchen Stellenwert auch die TV-Werbung erlangt hat. Bustertal ganz nah. Immer donnerstags auf SDF. Bustra Zuseher, aufgepasst! Teilt uns eure Themenvorschläge für die wöchentliche Sendereihe Bustertal ganz nah mit. Egal, ob es sich um eine außergewöhnliche Freizeitbeschäftigung handelt, um eine besondere Person oder um eine interessante Geschichte oder Begebenheit aus dem Bustra-Alltag. Schickt uns einfach eine E-Mail an bustertal@sdf.bz.it und mit ein klein wenig Glück entscheidet sich das Redaktionsteam genau für dieses Thema.